Wir wollen uns nun unterhalten über die PIN- bzw. PSN-Struktur in der Leistungselektronik. Darunter verstehen wir einen asymmetrischen PN-Übergang. Das heißt, wir haben einen PN-Übergang mit einer niedrig dotierten bzw. undotierten, das heißt intrinsischen Zwischenschicht. Und dieser PN-Übergang hat in der Leistungselektronik eine genauso große Bedeutung wie der PN-Übergang in der normalen Signalelektronik. Das heißt, das wird entscheidend sein für den Schaltbetrieb und vor allem der Auszustand wird mit so einem gesperrten asymmetrischen PN-Übergang realisiert werden. Gut, wie sieht das aus vom Aufbau her dieser PIN-Struktur bzw. PSN-Struktur wie ein PN-Übergang? Wir haben auf der einen Seite ein stark p-dotiertes Material, auf der anderen Seite haben wir ein stark n-dotiertes Material, deswegen hier mit p-plus und n-plus bezeichnet. Und jetzt die Besonderheit an dieser PIN- bzw. PSN-Struktur ist, dass wir hier eine entweder intrinsische Schicht haben, deswegen mit i bezeichnet, oder häufig eine schwach n-dotierte Schicht. Warum setzt man das ein? Der Vorteil dieser Strukturen, das wollen wir uns gleich kurz angucken, ist, dass wir gleichzeitig hohe Sperrspannungen erreichen, und zwar bei vergleichsweise niedrigen Feldstärken. Und auf der anderen Seite erreichen wir einen niedrigen Widerstand im Einzustand, indem nämlich, wenn diese Struktur eingeschaltet ist, Ladungsträger von den hochdotierten Zonen in die niedrig dotierte Zone diffundieren können und damit die Leitfähigkeit in dieser niedrig dotierten Zone anheben können. Das sind die wesentlichen Vorteile. Das heißt, man kann jetzt hier an der Stelle eine Struktur schaffen, die sowohl hohe Spannungen sperren kann und gleichzeitig einen niedrigen Widerstand hat im eingeschalteten Zustand. Und genau das wollen wir bei unseren leistungselektronischen Bauelementen. Schauen wir uns an, wie das vonstatten geht. So als grundsätzliche Idee gucken wir zunächst den Sperrzustand an. Sperrzustand haben wir, wenn wir an dieser PIN-Struktur oder an dieser PSN-Struktur eine Spannung in Sperrpolung anlegen, genauso wie bei der normalen Diode. Das heißt, wir würden hier sozusagen von unserer externen Spannungsquelle den Minuspol an den P-Anschluss anlegen, ans p-dotierte Gebiet, und den Plusanschluss an das n-dotierte Gebiet. Was wird jetzt passieren? Wie beim PN-Übergang wird sich hier eine Raumladungszone ausbilden und diese wird sich jetzt im Wesentlichen in dieser niedrig dotierten Schicht ausbreiten. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal die Verhältnisse der Raumladungsdichte und der Feldstärke darstellen, dann können wir das machen, wenn wir das hier über diese x-Koordinate machen, hier x gleich 0, dann wird das wie folgt aussehen. Wir machen zunächst mal hier diese Raumladungsdichte Rho. Im sperrenden Zustand werden hier aus dem P-Gebiet sozusagen die beweglichen Löcher abgezogen, aus dem N-Gebiet werden die Elektronen weggezogen, das heißt, es verbleibt hier in diesen Bereichen eine Raumladungszone bzw. eine Zone mit ortsfesten Ladungen, in dem n-dotierten Gebiet eine mit positiven ortsfesten Ladungen, im p-dotierten Gebiet eine mit negativen ortsfesten Ladungen. Das heißt, wenn wir hier diese Raumladungsdichte Rho von x über dieser Länge aufzeichnen, würden wir hier in diesem ersten Bereich eine negative Raumladungsdichte kriegen. Im N-Gebiet werden wir, wenn es komplett freigeräumt ist, sozusagen positive ortsfeste Störstellen kriegen und im N-Gebiet größere Anzahl. Gut, das wäre jetzt der Verlauf dieser Raumladungsdichte über die Breite dieser PIN-Struktur. Und jetzt gilt die Poisson-Gleichung, das heißt formal Divergenz D ist gleich Rho, oder hier, wenn wir es umschreiben, D ist Epsilon mal E, Epsilon mal die elektrische Feldstärke ist gleich Rho.
und Divergenz in kartesischen Koordinaten ersetzen, haben wir d Epsilon e nach dx ist Rho. Oder mit anderen Worten, wir müssen, um die Feldstärke zu kriegen, über die Raumladungsdichte hier integrieren. Das heißt, wir haben hier eine negative Raumladungsdichte. Wir werden also im ersten Zustand eine Abnahme der Feldstärke kriegen. Machen wir die Feldstärke in Rot hier dazu. Starke Abnahme der Feldstärke kriegen bis zu diesem Punkt. Und jetzt sehen wir hier, die Änderung der Feldstärke ist proportional zur Raumladungsdichte. Dichte. Das heißt, wir sehen hier, wir haben hier eine sehr kleine positive Raumladungsdichte. Deswegen werden wir hier einen geringen Gradienten der Feldstärke, eine geringe Feldstärkeabnahme. Und genau das ist die Idee, die hinter dieser PSN-Struktur steckt, im Gegensatz zu einem normalen PN-Übergang. Das heißt, wenn wir das jetzt einzeichnen hier, kriegen wir diesen Feldstärkeverlauf. Und tatsächlich die Idee an dieser PSN-Struktur ist, dass wir im Sperrbetrieb so einen trapezförmigen oder, wenn wir einen intrinsischen Fall hätten in der Mittelzone, sogar einen rechteckförmigen Verlauf kriegen. Warum? Entscheidend für die Belastung des Bauelements ist die maximale Feldstärke. Das sehen wir hier von der Grenzzone zwischen dem P-Plus-Gebiet und diesem N-Minus-Gebiet. Die ist letztlich entscheidend dafür, ob unser Bauelement durchbricht oder nicht. Wird die überschritten, kommt es zum Lawinendurchbruch in dem Bauelement und das Bauelement verliert seine Sperrfähigkeit. Als Anwender interessiert uns aber letztlich die Spannung, die das Bauelement sperren kann. Und die Spannung, die das Bauelement sperren kann, die entspricht hier der Fläche unter der Kurve oder, wenn wir es mathematisch ausdrücken, halt dem Integral. Das heißt hier an der Stelle das Integral über e dx ist proportional zum Betrag der Sperrspannung, den wir dort haben. Und das ist der Grund, weswegen man diese PSN oder PIN-Struktur benutzt, weil wir sozusagen eine optimale Struktur haben, sozusagen bei minimaler Feldstärke vergleichsweise große Sperrspannungen erreichen können an dieser Stelle. Gut, das ist also der Sperrzustand. Jetzt gucken wir uns noch kurz an den Leitzustand. Was ist der Vorteil im Leitzustand oder wie erreicht man im Leitzustand, dass das Bauelement trotzdem gut genutzt werden kann. Dazu machen wir hier schematisch mal wieder unsere Struktur, diese PSN-Struktur. Und wir überlegen uns jetzt hier an dieser Stelle, dass wir die Influssrichtung polen, also den Pluspol unserer externen Spannungsquelle am p-dotierten Gebiet anschließen und den Minuspol am n-dotierten Gebiet. Und dann wollen wir kurz überlegen, was jetzt hier passiert. Und dazu malen wir jetzt hier mal drunter, so vielleicht nicht ganz maßstäblich, aber als Idee die Ladungsträgerdichte, die sich einstellt. Nehmen wir den Betrag davon ganz grob. Im p-dotierten Material, wenn wir jetzt ziemlich viele freie Löcher haben, die sich bewegen können, wenn jetzt hier der Pluspol angeschlossen wird, werden die in Richtung dieses asymmetrischen PN-Übergangs getrieben und können dann hier sozusagen diffundieren in die N-Schicht. Umgekehrt werden die Elektronen, die als freie Ladungsträger im n-dotierten Gebiet vorhanden sind, hier durch das elektrische Feld von außen auch in diese Richtung geschoben. Was bedeutet das? Wir kriegen in dieser Mittelschicht, wenn man es betrachtet, eine Ladungsträgerdichte, die deutlich größer sein wird als die Ladungsträgerdichte, die allein durch die Dotierung eingestellt ist. Das heißt, wir werden hier zum Beispiel einen Rändern, ein bisschen vereinfacht hier, relativ große Ladungsträgerdichte haben. Und in der Mittelzone hätten wir eigentlich fast gar keine, also im intrinsischen Fall nur die intrinsische Ladungsträgerdichte. Aber dadurch, dass wir hier an der Stelle diesen PN-Übergang haben und das elektrische Feld, können diese Ladungsträger in diese niedrig dotierte Schicht reindiffundieren und heben die Leitfähigkeit an gegenüber dem Zustand, der durch Dotierung eingestellt wird. Das ist jetzt der wesentliche Vorteil dieser Struktur. Das heißt, fassen wir das ganz kurz zusammen. Das heißt, wir haben hier, das nennt man eine bipolare Leitfähigkeitsmodulation. Und das heißt, wir haben sozusagen eine höhere Leitfähigkeit als die durch Dotierung eingestellte.
Und das ist jetzt der Riesenvorteil dieser Struktur. Wir können nämlich jetzt gleichzeitig eine Struktur realisieren, wo wir einen niedrigen Einschaltwiderstand haben, aufgrund dieser bipolaren Leitfähigkeitsmodulation. Das Ganze verhält sich weiterhin wie ein PN-Übergang, aber durch die schwache Dotierung und die Verläufe der Feldstärke im Sperrzustand erlaubt es uns gleichzeitig, diese Struktur sehr, sehr hohe Spannungen zu sperren, was mit einem normalen, symmetrischen oder direkten, hochdotierten PN-Übergang nicht möglich wäre. Und deswegen ist das eins der wesentlichen Elemente, leistungselektronischer Bauelemente, diese PIN-Struktur oder die PSN-Struktur. Bei IGBTs, PIN-Dioden, Thyristoren ist es die wesentliche funktionsbestimmende Struktur, aber auch beim Leistungs-MOSFET ist es die Struktur, die zumindest diesen Auszustand definiert. Ausnahme an Bauelementen sind im Wesentlichen die Schottky-Dioden, bei denen haben wir keine Pin-Struktur zum Sperren, aber auch dort eine schwach dotierte Zone bei Leistungsbauelementen.